Ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber irgendwie ist das Internet in letzter Zeit irgendwie unbrauchbar geworden. Also vor allem jetzt seit den ganzen Kriegen, ja, seit dem Krieg in der Ukraine und jetzt auch seit dem Krieg in Israel, ist eine Katastrophe. Man kann das Internet für nichts mehr benutzen. Für Informationen nicht, weil die sind alle total gaga. Ja, es ist wahnsinnig schwer, einfach objektive Informationen zu bekommen. Ja, früher gab es mal sowas wie Journalismus. Ja, und da ist ein Reporter wohin gegangen und hat seine eigenen Recherchen gemacht und die Leute interviewt und sich Sachen selber angeguckt und war objektiv. Und wenn er nicht objektiv war, dann gab es 100 andere Zeitungen, die objektive Recherche gemacht haben. Ja, es gab gesunden Wettbewerb zwischen den Zeitungen. Also, und keiner wäre auf die Idee gekommen, einfach aus ideologischen Gründen oder so irgendeinen Blödsinn zu verzapfen, weil die Wettbewerber ja, das entblößt hätten. Ne? Aber ich meine, Wettbewerb gibt es immer noch, aber jetzt scheint der Wettbewerb irgendwie zu sein, wer kann den meisten Blödsinn verzapfen? Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt überhaupt keinen Journalismus mehr. Es ist alles nur noch. Ich habe auch extra Zeitungen gesucht, wo ich gedacht habe, hey, ja, die berichten vielleicht objektiv, aber das gibt es irgendwie nicht mehr. Ja, weder Mainstream noch nicht Mainstream. Die haben alle irgendeine Agenda und verzapfen alle Blödsinn. So, gerade erst habe ich gedacht, oh, eine schöne alternative Zeitung. Habe ich die Express-Zeitung abonniert und jetzt denke ich, war vielleicht doch ein Fehler, ja. Weil gerade haben sie berichtet, was haben sie geschrieben? Mossad würde Al-Qaida finanziell unterstützen. Und dann haben sie geschrieben, wie wir in diesem Video hier sehen, hat der Vorsitzende von Mossad selber zugegeben, dass er finanziell Al-Qaida unterstützt. Oder dass Mossad eben finanziell Al-Qaida unterstützt. Und dann das Video dazu. Und wenn du das Video anguckst, dann steht da was völlig anderes, ja. Und ich denke, was ist da los? Haben die das Video noch nicht mal angeguckt? Ich meine, okay, das Video war in Englisch, konnten die kein Englisch? Haben die das vielleicht nicht verstanden? Auf jeden Fall, die haben das Video entweder nicht verstanden oder gar nicht angeguckt, aber einfach trotzdem mir gesagt, ja, in dem Video wird gesagt, ja, sogar es wird sogar angedeutet, dass Mossad Al-Qaida gegründet hätte. Ja? Hey, okay, wenn man das behaupten will, okay, aber dann aber auch eine Quelle dazu. Und ich meine, sie haben ja eine Quelle, aber da steht dann was völlig anderes. Das heißt, sie haben die Quellen noch nicht mal angeschaut. Ich finde, ich habe auch früher das Beispiel genannt, das ist immer noch mein Lieblingsbeispiel, ja, wo in der deutschen Epoch Times stand, 105% der Tunesier in Sachsen sind kriminell. 105%, ja. Den Artikel gibt es immer noch, kann ich euch zeigen, wenn ihr möchtet. 105%! Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass es Kriminalität unter Einwanderern gibt. Ich will das nicht schönreden oder vertuschen, aber 105% Kriminalitätsrate, ja, unter muslimischen Einwanderern, das finde ich auch für muslimische Einwanderer ein bisschen hoch. Ja? Bisschen hoch, 105%, bisschen unrealistisch, ja. Also nur noch Blödsinn. Und es ist auch nicht mehr möglich, irgendwie das Internet, also als Informationsquelle sowieso unbrauchbar geworden, ja, das Internet. Und Zeitungen auch, ja, selbst wenn es die Zeitung teilweise noch schriftlich gibt, es steht ja der gleiche Blödsinn drin, ne? Also als Informationsquelle das Internet völlig unbrauchbar geworden, leider. Ja, früher konnte man es mal als Informationsquelle benutzen. Ja, und früher konnte man das Internet auch mal benutzen, um Freunde kennenzulernen und so. Geht es auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber irgendwie, ich schreibe jeden Tag so 5, 6 E-Mails an alte Bekannte von mir und so. Ich bekomme nie eine Antwort.
Ja, nie. Ich weiß nicht, früher habe ich Antworten bekommen, wenn ich Leute angeschrieben habe. Das passiert jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was los ist. Sind die Leute alle so deprimiert und wollen mit keinem mehr reden? Ist jeder nur noch in seiner Blase? Ja, das gibt's auch. Viele meiner früheren Freunde, ist ja nicht so, dass ich nicht mehr mit denen rede, aber die wollen nicht mit mir reden, weil ich habe es ein bisschen verprellt, weil ich gesagt habe, die Erde ist rund. Ja? Ich will ja nicht sagen, dass sie das auch glauben müssen. Ich respektiere das, wenn die denken, die Erde ist flach. Ja? Denken sie ja komisch, auch dank dem Internet, ja? Denken sie jetzt mittlerweile, die Erde ist flach. Ja? Und ich respektiere das, aber sie respektieren nicht, dass ich denke, die Erde ist rund. Und nur deshalb wollen sie jetzt nicht mehr mit mir reden. Ist schwierig. Geht's euch auch so?